Ansonsten möchtet ihr ein Hotel haben, wo ihr ganz viel mitkriegt, auch von euren Nachbarn, zur Rechten und hinter euch. Dann kann ich hier das, wie heißt das Ding hier nochmal? H6 Motel empfehlen, weil hier hört man alles. Da sind neue drin, da sind neue drin. Gute Nacht, bis Tag 15. Thomas, möchtest du noch was sagen? Gute Nacht. Check for Fotofreunde. Tag 15. Wisst ihr, was an unserem Zimmer gut ist? Dieser Ausblick. Allerdings muss dazu das Wetter einigermaßen sein. Ansonsten ist hier nämlich wie die nix gut. Ich habe jetzt gerade, weil mein Handy mal runtergefallen ist, das aufgehoben vom Boden. Oh, ich sag mal, der war unterm Bett ein bisschen körnig. So möchte ich das mal ausdrücken. Thomas ist im Bad, hört Musik. Jetzt werden die anderen auch wach sein. Das macht sie nicht. Das macht die immer. Ja, was soll ich sagen? Die Gesellschaft da drüben gestern, die hat Gesellschaftsspiele gespielt, gelacht, gepfiffen, gesungen. Dieses Schild ab 6, 22 bis 6 Betro, das hat sich der Betreiber schon ganz gut ausgedacht, weil es ist wie ein offener Raum hier drin. Deswegen spreche ich jetzt auch so ein bisschen bedenkt und für mich geht sowas überhaupt nicht. Den kann ich ja der Jugendherberge geben. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Thomas ist ja irgendwie total schmerzbefreit. Die hat gestern wieder gesagt, boah, ich penne. Zwei Minuten später hat sie da vor sich hingeschnorchelt. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir sind heute Morgen, kommen wir mal zum Fotografischen und nicht nur zum Buch diese Unterkunft nicht. H6 kann ich euch nicht empfehlen, wenn ihr ein bisschen Privatsphäre braucht. Ist schweineteuer, aber hier in den Tieten ist halt immer noch das Günstigste. Wir sind heute seit 4 oder 5 Tagen das erste Mal morgens nicht los. Es ist ein bisschen blau, ein bisschen Wolken. Ich habe euch das gerade gezeigt. Aber das Motiv, was noch fehlt, die Spitze der Tietens in Sonne, ist hier auch nicht hinzukriegen. Also von daher werden wir jetzt gleich mal die Hühner satteln und in den Yellowstone fahren. Wetter sollte auch nicht so gut sein. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ohne da was Spezielles zu planen. Das ist so eine Überlegung. Ja, Tag 15 beginnt. So, hier nochmal die Terrassenaussicht vor unserem feudalen Häuschen. Hier gehören eigentlich Stühle hin. So verstehe ich das. Tisch und Stühle. Ja, aber mein Gott,
kann man ja nicht erwarten. Da ist Brennholz, da können wir heizen. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich sage, hier so ein Pappkarton, sowieso Müll, der rumliegt. Nee, das weiß ich nicht. Aber ich soll mich nicht aufregen, es geht um Fotografie. Ja, ihr seht selber, wie das Wetter ist. Mittel. Die Sonne kommt einfach nicht durch, dass man die Tieten ganz sieht. Ich weiß auch nicht, wir machen jetzt aus dem Yellowstone auch keine Hexenwissenschaft, keine Raketenwissenschaft, sondern wir fahren einfach mal rein, gucken, ob wir Wildlife sehen. Die Bisons haben wir jetzt ja gestern schon zumindest von der Bucketliste gehakt. Ja, der Killershot ist nicht dabei, das waren eher so Wimmelbilder, aber ich glaube, einen einzelnen Bison zu kriegen, dass es mehr als so eine Stufe 1 wird, schwierig, ne? Ja, und wenn ihr euch fragt, was hat das hier mit diesen Stufen zu tun? Ich verlinke euch mal ein Video, was ich dazu gemacht habe. Ist natürlich nicht allgemeingültig, sondern ist einfach nur meinem kranken Kopf entstanden. So, die ersten Miturlauber holen sich da unten schon ihr Frühstück. Ja, könnt ihr euch vorstellen, reden jetzt auch nicht so laut, aber das reicht hier in dieser hellhörigen Bude. Da unten ist eine Fotografin auf Kanon unterwegs. Sehe ich an dem Objektiv. Eine lustige oder besondere Sache, über die habe ich euch noch nicht berichtet. Was hier so die Versorgung angeht, da war man ein bisschen zu blauäugig, leider. Es gibt hier immer so kleine Tankstellen, wo man ein bisschen was Nahrung kaufen kann, sind alle überteuert. Die ersten ernstzunehmenden Läden findet man unten in Jackson, was ungefähr 50 Minuten von hier ist. Da waren wir am ersten Tag auch in einem One-Dollar-Shop. Ja, dass man da alles für einen Dollar kriegt, ist auch schon lange nicht mehr so. Ach, guck mal, da kriege ich Besuch. Komm her. Komm mal her. So, die Hauskatze hat mich besucht. Jetzt geht die in unsere Bude rein. Aber das wird Thomas ja nicht so schlimm finden. Hoffe ich. Versorgungssituation, ja. Da haben wir dann, ich sag mal, da hat die auch wenig und alles nur so kleine Packungen. Und boah, wir haben ein paar Kekse gekauft. Wir haben Wurst und Käse gekauft. Es gab nur zwei Sorten. Brot ist labbriger, geht's nicht. Das ist ganz weiße, ganz labbrige Brot, was wir da gekriegt haben. Furchtbar. Ja, warm ist ein großes Problem. Hier in dem Laden kann man essen. Da kostet ein Burger ohne alles 18 Dollar. Da kommt Text drauf, 5,5%. Dann wird hier Trinkgeld erwartet. Also ich glaube mal mit Getränk wäre es ungefähr bei 30 Dollar. Und boah, wir haben beide beschlossen, weil wir von dem Laden so abgefuckt sind, dass wir jetzt den nicht nur durch Essen unterstützen. Aber bedeutet auch 4 Tage ohne warmes Essen. Ja, gummiartige Weißbrote. Ja, man könnte jetzt nach Jackson fahren, aber auch da. Das ist eine Apotheke hier, der Tieten. Das muss man mal so sagen. Also ich freue mich total, wenn wir morgen losfahren, weil auch 4 Tage an einem Ort zu bleiben, fühlt sich für mich total falsch an. Thomas hat gesagt, ihr geht das genauso. Wir waren das gewohnt, Tag ein, Tag aus, woanders hinzufahren und jetzt sind wir 4 Tage hier. Ich hatte ja wie immer diese romantische Vorstellung, 4 Tage nur Sonnenschein. Und was habe ich bekommen? 4 Tage Regen. Ihr seht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und jetzt muss ich mal versuchen, die Katze aus so einem Zimmer rauszukriegen. So, Thomas schimpft zum Glück nicht. Oh, Katze macht sich hier direkt im Bettchen breit. Aber besser in Thomas Bett als in meinem Bett. Ich habe bestimmt Flöhe und alles. Living in a dark cloud, it aches, we dance.
mistakes. We love, we thought. But it was always on fire. Our house, our dream. We were dancing on wire. Reckless, it seemed. So, wir hatten jetzt gerade Warnung, Reifendruck vorne links. 2,7 oder was. Ja, und dann sind sie warm gefahren, dann ist er auf 2,9 gestiegen. Dann war vorne rechts 2,8, also weniger. Da hat dann der Premiumfahrzeug nicht gewarnt, aber 2,9 hat er gewarnt. Das Lustige ist, jetzt haben wir hier auf dem Weg in Yellowstone Tankstelle gefunden und hier hat man auch wieder kein Messinstrument, um zu wissen, wie viel Luftdruck man hier so drauf packt. Deswegen war Thomas jetzt live an den Instrumenten, aber der misst ja den Luftdruck. Das kann ich euch mal zeigen, das Instrument. Da sieht man das, glaube ich. Ne, sieht man schon oder nicht. Jetzt haben wir 3,8, 3,6, 3,6, 3,7. Das ist Glücksspiel, ist das, um hier den richtigen Reifendruck drauf zu kriegen. Das kann ich euch mal berichten. Und da jetzt hinter uns auch einer Luft braucht, fahren wir mal schnell weg. Aber ja, wir sind ja ungefähr gleich. Das ist auch schon mal viel wert. Sagenhaften Yellowstone erreicht. Ich sage es deswegen sagenhaft, weil ich habe ganz viele tote Bäume gesehen, fast wie bei uns nach Borkenkäfer. Und wir haben jetzt gerade von der freundlichen Dame, die uns reingelassen hat, die hat auch gefragt, die war freundlich und sagte nachher, see ya. Ich habe Thomas gefragt, ob das vielleicht, ne? Aber Thomas meint, nein, die wäre nur höflich. So, schaut mal. Das gibt es alles im Yellowstone hier, so. Aber welche Spots nehmen wir jetzt? Auch Karte haben wir auf der anderen Seite. Ja, so, wo sind wir denn reingekommen? You are here. South Entrance, okay. Phew. Ich glaube, der ist groß. Wie sieht das hinter Fishing Bridge? Hayden Valley. Ja, das kann ich euch mal zeigen. Ist so ungefähr mittendrin. Und da sollen Bisons sein. Ansonsten. Thomas ist wieder ein bisschen, will nicht aussteigen. Du machst das schon gut, aber ihr möchtet ja auch Content sehen von mir und Thomas. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, sie studiert nämlich fleißig die andere Map, die wir haben. Da sind sie. Wie sonst? Die studiert fleißig die andere Map. Boah, kennt ihr das hier? Faltenmappen? Die schaffen jetzt zusammen. Glaubt mir wieder keiner. Das habe ich noch nie gerafft, wie man das jetzt hier wieder richtig zusammenfaltet. Ah, vielleicht ist das eine Thomas-Aufgabe. Warte, ich nehme euch mal eben mit. Thomas? Ja. Mal auf. Hier, Fotofreunde. Ja, was denn? Ja, die ganzen Fotofreunde hier. Ja, ich sehe nur hier schon wieder da. Ja. Bärenspray, ne? Ja. So, wo fahren wir hin? Hast du was Geiles noch für uns ermitteln können? Nein, nicht auf die Schnelle. Aber auf die, du nimmst ja die Zeit, die du brauchst. Ne? Genau. Ich habe eine Aufgabe für dich, der ich nicht gewachsen bin. Ja. Kannst du solche Pläne wieder zusammenfalten? Also so, dass die... Oh, guck mal, die überhebliche Fresse. Jetzt werden wir mal sehen, wie gut Mrs. Thomas ihr Gesicht auch umsetzt. Ihr seid live dabei. Scheiße, ich muss weg. Der
Mann, der hat Bärenspray, so wie man soll. Ja, jetzt sieht man nicht da. Das rote Pinöckel, ja, guck mal. Mach ihm die Tür zu, damit wir das Bärenspray von dem Mann zeigen können. Das müssen wir sehen. Da ist das Bärenspray, da seht ihr. Zack. Schön an der Hüfte wie ein Cowboy, so muss das sein. Was machen wir jetzt, Thomas? Extra für dich und deine Mutter. Mother Break. Was machen wir denn? Wir gucken uns einen Geysir an. Was macht der? Der spuckt. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, was das angeht. Weil ihr seht hier schon, was los ist. Aber man muss ja auch mal Kompromisse eingehen und merkwürdige Leute sehen. Ja, ich bin gespannt. Bisher, erster Eindruck hier vom Yellowstone, Bäume, rechts und links und Menschenmassen. Wildlife, null, aber richtig null bis jetzt. Ja. Thomas schützt das Haar vor Regen, weil du sonst eine Krause kriegst. Ne? Fotofreunde, die spannendsten Sachen passieren. Wir bewegen uns hier durch ein Geysirfeld. Trailguide. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht wovon. Von diesen unglaublich, oh, ich stürze hier schon fast ab. Von diesen unglaublich spektakulären Geysiren oder von den unglaublich spektakulären Klamotten der Menschen, die hier rumrennen. Ah, ich muss mal eine Reaktion von Thomas haben, weil sie. Wie findest du die Geysire? Thomas, sag nicht so. Nein, ich frag doch nur, ich bin vollkommen sachlich. Ja, ne? Super. Guck mal, hier qualmt es halt aus Erdlöchern so ein bisschen, sage ich einfach mal so. Ihr seht das, ne? Thomas, ich gehe zurück zum Auto. Ja. Mach ein paar schöne Fotos, ne? Ich warte auf dich. Ja, ja. Tschüss. Meine Fresse. Vielleicht liegt es auch am Wetter, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schlecht geschlafen habe. Ich muss konstatieren, heute ist nicht mein bester Tag, aber ich bin auch erst um 1 Uhr, habe ich schon halt erzählt, aufgrund der Lautstärke im Zimmer. Wetter tröppelt wieder. Mir persönlich zu viele Menschen, als dass man hier sich irgendein Motiv mal so zurechtlegen könnte. Und komisch aussehende Menschen, das zeige ich euch auch nochmal. Aber das werden die über mich aussagen, denke ich mal. Ne? Wiederholen, was du gerade gesehen hast, hat dich sehr freut. Komm, sag mal, du hast gerade vom Chinaman hast du gesprochen, der das richtig macht, ne? Denn der Fotopose macht. Genau. Ich zeig's euch mal eben. Genau. Da hat Thomas Spaß mit 10. Ja, Thomas, ab jetzt, ne, fotografierst du nur noch so. Das ist gut für den Gluteus Maximus. Angekommen im Hayden Canyon, im legendären Yellowstone. So, jetzt haben wir endlich mal diese ewige Rechts- und Links-Waldgeschichte verlassen und erst oben eine offene Fläche. Ja, und hier im Hayden Canyon, was soll man da fotografieren können? Die blauen Vögel. Oh, da fliegen sie alle weg, aber die sind gar nicht blau, das reflektiert nur so, ich glaube, das sind Stare. Oh, das sind aber so einige, schaut euch das mal an. Warum sind wir hingekommen? Bison. Da hinten die ganzen Flecke, das sind Bisons. Scheint aber eine kleine Herde zu sein. Jetzt landen die Vögel da vorne alle. Oh, wie viele saßen denn hier? Ja, ich lass mich ablenken. Thomas freut sich. Heute ist der schlechteste Tag, glaube ich, der Reise, muss ich auch ehrlich sein. Dann ist wieder ein Stufe 1, ach, noch niemand, Stufe 0, Wildlife-Bild. Von oben runter, das Tier so irpselig klein, wenn du überhaupt scharf kriegst. Dahinter natürlich auch kein unscharfer Hintergrund, weil wie soll es auch gehen auf die Entfernung. Also eigentlich verweigere ich mich, hier ein Foto zu machen, aber wir sind jetzt 3 Stunden gefahren. Hol ich mal die Kamera raus, damit Thomas sich nicht mehr schimpft. Und Thomas? Nein.
da haben wir eine Situation. Ja, schaut euch ja, an. Ja, schaut doch mal, geht doch mal. Genau, beschimpft die olle Zippe. Also, da kommen wir mal zum Wesentlichen Bison. Thomas in sicherer Distanz, dass nichts passieren kann. Aus dem Auto raus und guckt euch mal dieses geile Gadget an, womit Thomas jetzt hier fotografiert. Thomas, Werte stimmen? Ja, 200stel, 5,6er Blende, ISO. Gut, jetzt warten wir nur, dass der seine Schnute hochnimmt. Genau. Ne? Ja. Vorne, da steht der einzelne Bulle. Ich glaube, es ist ein Bulle. So, sofort ist die Laune besser, kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Windpüschel ist drauf, aber ich weiß nicht, was der hier von dem Yellowstone Wind noch wegpüschelt. Also, Thomas habe ich jetzt auch mal losgeschickt. Thomas hat Autowache gehalten, aber ich sag mal, das hätte man ja machen können. Ich bin mit dem jetzt parallel mitgegangen. Ich glaube, Stufe 2 sollte dabei sein. Ich habe gerade mal schnell geguckt. Ein Wort zu der Motiverkennung. Z8, ja, Z9 grenze ich da mal mit ein. Was besser geworden ist, ist Vögelerkennung, definitiv. Das ist tausendmal besser, meiner Meinung nach dem Update als zuvor. Tiererkennung, also ich habe Elche gehabt, ich habe Hirsche gehabt. Elche habe ich nicht gehabt, Hirsche gehabt, Antilopen. Sobald der Körper nur ein bisschen verdeckt wird, also die Beinchen nicht erkennbar sind, keine Chance. Da wird, nee. Also wenn du Glück hast, wird das Motiv erkannt. Wenn ein Auge, kannst du ausschließen. Hier, der Bison. Schwattenkopf mit einem dunklen Auge. Ja, der erkennt ein Tier, aber ich habe noch nicht mal Gesicht oder Auge. Also das ist, ich finde, Nikon, da könnt ihr noch ein bisschen nachbessern, was das angeht. Also das war nicht besonders gut. So, dreht er sich Thomas wahrscheinlich gleich wieder zu. Ich glaube, ich gehe auch noch mal mit. Kostja frisst ja kein Brot, ne? Weil viel besser kriegen wir es nicht. Ein einzelnes Tier, tiefe, dramatische Wolken. Bäm. So, Freunde, ne? Alle bleiben schön an der Straße, aber ein Fotograf. Thomas hat ihn als Landsmann identifiziert. Was muss der machen? Der rennt da jetzt wieder hin. Und ich habe gerade noch so gesagt, das Sicherheitskonzept, ne? Das finde ich hier ganz entspannter, weil ja, hier sind niemand, der absichert. Ne? Und ich sag mal, so ein Bison macht dich auch platt. Aber guck mal, der Erste legt vor und die anderen kommen hinterher. Schade. Schade, dass Menschen, weiß ich nicht. Ah, jetzt kommt er doch zurück. Sehr gut. Thomas hat mir ihr Lieblingsbild jetzt schon gezeigt. Ich habe so ein ähnliches. Da sieht man quasi den Bison hintern, wie er uns so leicht die Schnüss wieder die Richtung Sonne streckt, sage ich jetzt mal. Ne? Ein bisschen mehr nach rechts hätte er noch gucken können. Ne? Ja. Aber ich glaube, das war also schön. Toll, gut, Yellowstone ist schon geil. Also gut, dass wir hingefahren sind, ne, Thomas? Ja, das war vor ein paar Stunden noch nicht so, ne? Nee, ich habe dir gesagt, gib mir eine Fotoaufgabe. Und das war jetzt der einzelne Bison. Hab ich mir nicht gewünscht, einen Bison, der ja, vor. Hast du. Magst du sonst noch was berichten? Nein, wir fahren jetzt weiter. Wohin? Zu den Wasserfällen. Wie heißt der Fall? Upper Canyon Fall. Upper and Lower Falls gibt es hier. Und das wird wahrscheinlich, ich habe so ein Gefühl, dass da wieder viele Menschen sein werden. Hauptsache. Die ignorieren nicht unsere Fotokunst, nicht wahr? Cool. Und weißt du, worauf ich mich total freue? Wie lange haben wir jetzt nicht mehr warm gegessen?
3 Tage. Ja, der 4. schon, ne? Den Tag der Anreise haben wir auch nicht warm gegessen. Ja, komm, aber nicht so viel. Warum nicht? Magst du nicht reden? Thomas, es ist unhöflich, einfach sich wegzudrehen im Gespräch. Du kannst nur Nein, sagen, ich möchte nicht reden. Das akzeptiere ich, dann mache ich das Video aus. So, die Welle unseres Erfolges müssen Thomas und ich natürlich jetzt weiterreiten. Und jetzt sind wir bei den, war das Upper oder Lower Falls? Upper Falls. In der Broschüre haben wir da ein Bild zu gesehen. Das gefiel mir eigentlich schon ganz gut. Aber es ist ja so oft, dass Broschürenbilder manchmal nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen werden wir natürlich jetzt rausfinden, ob es sich lohnt. Wir sind auf jeden Fall komplett equipped, weil man soll das Auto auf solchen Parkplätzen ja auch immer clean zurücklassen. Stativ, hier 14:30, das ich übrigens nach dem Urlaub verkaufen werde, weil es nicht meine Brennweite ist, also auch schon hier. Obwohl, wenn ihr das Video sehen werdet, ist es wahrscheinlich schon verkauft, denke ich jetzt einfach mal. Oh, ist der Eichhörnchen hat Thomas gespottet. Und Filter wahrscheinlich. Und ich höre es schon plätschern, aber ich sehe noch nichts. Naja, wir halten euch auf dem Laufenden, ne? Harter Einschnitt, harter Wechsel von der Bison-Fotografie zur Waterfall-Fotografie. Und ich glaube, wir sind am einen Rim, da oben ist noch ein Rim, ne? Wenn ihr nicht genau wisst, wo der Wasserfall ist, Fotofreunde, dann folgt immer den Menschenmassen, aber Thomas hat ihn schon gesehen. So, mal sehen. Also, Wallraff deckt auf, hier ist der Wasserfall. Wir kommen noch einen Spot tiefer, aber wie ihr sehen könnt, kann man den von oben runter fotografieren. Und von da, aus dem Canyon, da wäre es eigentlich viel, viel geiler. Da drüben ist noch ein Viewpoint, der bringt uns auch nichts. Also ich muss mir gleich noch mal ganz ernsthaft eine Karte angucken, weil das Motiv, was da gezeigt ist, aus Erinnerung, ist definitiv von da vorne gemacht worden irgendwo. So, und da oben sehe ich stehen Leute. Also da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennen könnt. Da müssen wir, glaube ich, mal hin. Ja, ob man da durch die Bäume durchkommt, doch obwohl ich sehe eine Dame in einem türkisfarbenen Jumpsuit rumlaufen. Ich glaube, das probieren wir mal. So, Fotofreunde, habt ihr auf der Linken die beiden Damen gesehen? Die zählen, wie viele Touristen hier verarscht wurden. Die das Bild machen wollen, was in der Broschüre drin ist. Und was kriegen die? Nix. So, Fotofreunde, da schaut, das wollen wir. Und nicht das, was wir kriegen. Und das holen wir uns jetzt. Das ist unser Recht im Yellowstone. Schließlich haben wir dafür den Jahrespass gekauft. Und den wir jetzt aber auch schon raus haben, Thomas, oder? 30, 35, 70, 77. Noch nicht ganz. So, einige deutlicher Zeichen, dass wir jetzt an der richtigen Stelle sind, Fotofreunde. Ihr seht, was hier los ist. Ne? Also das erste Mal, dass ich mich an einem Parkplatz anstellen musste. Thomas, alteifrig vorneweg. Ja, die Kunst wird jetzt sein, um den Shot zu machen, zwischen Bäumen durchzukommen. Und ich habe so ein Gefühl, dass aufgrund der Absperrung, die ihr hier seht, gar nicht gewünscht ist. Und man ist auch sehr, sehr weit weg. Eieieiei. Ja, ich sehe den Fall. Mal gucken. Also die Stelle aus dem Prospekt, die finden wir nicht. Hier passt der Winkel auch nicht. Ich mutmaße, dass einer vielleicht irgendwie nach unten gekommen ist und im Auftrag des Parks dieses Bild gemacht hat. Ich weiß aber immer noch nicht, ob es hier 2 Wasserfälle gibt oder einen, Thomas. Ich auch, glaube ich auch. Und das gibt es in North und South Rim, aber das passt von der Perspektive auch nicht. Und man kann wahrscheinlich von oberhalb gucken und von unterhalb. Ich gucke nochmal in die Karte. Muss ich nochmal mit der Z8 vloggen, ich hoffe, das geht. Da bin ich am sogenannten Inspiration Point. Wartet mal. So, und da unten ist wahrscheinlich wieder der Snake River, weil sehr, sehr schöne Canyon. Also das ist eine sehr schöne Stelle, ich finde. Ansonsten bisher, und Wetter wird wieder auch schlechter. Es ist mir einfach hier zu voll. Also ich möchte hier überhaupt nicht wissen, was hier passiert, wenn das Wetter mal richtig gut ist. Ja, schon gefällt. So. Der Canyon, der gefällt mir, Fotofreunde. Das ist schon beachtlich, wenn ich dazu sagen darf. Ich möchte auch nicht wissen, wie weit es da runter geht. Hoffentlich fällt jetzt diese Kamera nicht da runter. Nein, das möchten wir nicht riskieren.
Thomas, hast du Inspirations hier? Weißt du, wie der Punkt heißt? Inspirations. Genau, also sind wir inspiriert? Ja, total. Du hast noch nie so einen Canyon gesehen, hast du gesagt, nee, ne? Das sieht richtig schön aus. Da habe ich Thomas natürlich so nett wie ich bin einfach mal den Grand Canyon empfohlen, weil da ist dann, glaube ich, wirklich ein Schiss dagegen. Gefühl, wenn 85 manchmal zu viel ist. Ja, habt ihr jetzt gerade gesehen. Schön Bisonauge fotografiert, ey. Da ist der Bumskopf und geht direkt wieder ganz gechillt vor uns her. Und wir waren schon vorbereitet. Thomas hat das 24-70 drauf. Ich habe da 14-24 runtergenommen und dachte, komm, wir kommen nah ran. 80. Boah, da wirst du bam, so ein Porträt machen. Ja, und dann, was macht der Holzkopf, ey? Rennt genau einen Meter an mir vorbei. Ja, ihr habt die Fotos gesehen. Ja, durch die Scheibe sind natürlich wieder scheiße. Und ja, tja, seitlich durch die offene Scheibe, ja, da habe ich dem Tod ins Auge geguckt. So, Fotofreunde, Elf werden wir wohl nicht mehr kriegen. Was man da hört, ist ein Fischhabicht, wie Thomas zu sagen spricht. Und die wollen wir jetzt auf jeden Fall beim Eintauchen kriegen. Das ist das, was wir möchten. Waren wir fast zu Hause. Da sage ich zu Thomas. Thomas, was ist da für ein großer Vogel am Himmel? Tja, Probefoto gemacht gegen den Himmel. Weißkopfseeadler, yes. Ich denke, es sind nur scharfe Flugfotos von unten gegen den Himmel. Also seien wir ehrlich,
eigentlich von 0 bis 1, mehr ist das nicht. Schade. Jetzt ist er irgendwie da hinten Richtung Wald. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe hier 10 Minuten nur das Objektiv als Fernglas genommen, um zu sehen, wo der landet, weil das wäre halt mal geil gewesen. Aber keine Chance. Tja, und hier ist jetzt mal eine Frage an euch, ihr Wildlife-Experten. Ich nehme ja immer gerne bei Vögeln, beim Fliegen, das L-Feld mit Motiverkennung Tier. Geht eigentlich auch ganz gut, solange sich das Tier vom Himmel abhebt. Aber wehe, 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 das Tier kommt vor so eine unruhige Struktur wie der Wald. Vollkommen hilflos, also dann sitzt der Fokus immer auf dem Hintergrund. Dann habe ich das Viereck mit dem dieses Dynamische benutzt, genau das Gleiche. Der war so weit weg da hinten, dass der Fokus immer auf den Hintergrund fokussiert hat und der Adler komplett unscharf ist. Ist, glaube ich, eine Fotosituation, die ich mit meinem Rucksackwissen nicht lösen kann. Wie macht ihr das? Also, wir reden natürlich jetzt auch von, weiß ich nicht, 400 Metern Entfernung, ne? Wo der Adler nur noch, wo du im Kopf was rausholen kannst. Ja. Geil, der Adler. Der hat sich jetzt bestimmt irgendwo da abgesetzt, weil meiner Meinung nach kann kein Tier, kein Vogel so lange fliegen. Der ist ja, ach, was weiß ich, eine Viertelstunde hier gekreist, gekreist, gekreist. Ach, den nochmal im Sitzen. Thomas checkt auch schon da Fotos, sehe ich. Mach mal Daumen hoch oder Daumen runter. Thomas ist nicht überzeugt. Was das Allerfieseste ist, was man essen kann. Ich habe so einen Hunger und wir haben nichts mehr. Das ist hier so ein typisches Weichei-Toast. Das ist schon so feucht zum Zusammendrücken, aber wir haben nichts mehr. Ne, Thomas? Ja, leider nicht. Morgen gibt's Burger. Alter, aber ich habe Hunger. So, kleines Tagesresümee vom heutigen Tag, Fotofreunde. Ja, da sitzt irgendein Bird im Baum. Ich sehe den wieder nicht. Er will fotografiert werden. Halt die Klappe, ich muss hier Feedback machen von Tag 15. Yellowstone hat launentechnisch bei mir sehr schlecht begonnen, wurde aber immer besser, wo wir dann die ersten Buffalos gesehen haben. Und ich habe gerade Bilder gecheckt und ja, diese Nahbegegnung mit dem Bison, der da über die Straße ist, das war schon geil. Und dann waren wir nachher hier nochmal beim Fischadler. Da sind mir auch, glaube ich, ein paar ganz gute Shots gelungen, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt regnet es hier gerade wieder. Ja, morgen früh starten. Ich freue mich, dass es jetzt endlich weitergeht. Mein Gott, ey, ich muss den fotografieren. Der sagt es doch, der will es doch. Fotografier mich. Wenn er sich jetzt nochmal quiekt, dann hole ich die Kamera raus. Also, bisher haben wir Glück. Die Nebenräume hier sind noch nicht bezogen worden. Und ich hoffe, das bleibt natürlich so. Weil dann würde ich endlich mal den gebührenden Schlaf, der mir zusteht, bekommen. Thomas interessiert das ja wie immer nicht. Die pennt ja sowieso, ne? Deine Fußbewegung sieht man, das weißt du, ne? Mhm. Thomas ist Fußautist. Habe ich das schon erwähnt? Ja, morgen geht's nach Elk Mountain. Da werden wir, glaube ich, auch eine abenteuerliche Unterkunft haben, aber okay. Wir werden sehen. So, jetzt sehe ich gerade die Titans da hinten schön in der Abendsonne. Ja, das ist übertrieben. Das sind ein paar helle Flecken am Himmel. Ich sage gute Nacht. Tag 15 rum, morgen Tag 16. Oh, und jetzt muss ich shooten.